Ja, hallo, wir sind hier im Norden von Uganda, ganz genau in Karamoja. Wir haben hier einen Einsatz mit der Kids Ministry Training School vom Glaubenszentrum gemacht und sind hierher gekommen. Und das Erste, was wir gehört haben, ist, ihr lieben Leute, bitte nach Dunkelheit nicht mehr rausgehen. Und hier wird es um 7 Uhr dunkel. Geht bitte nicht mehr raus, weil es ist gefährlich. Hier wird noch scharf geschossen. Warum? Weil die einzelnen Stämme miteinander im Krieg sind, die stehlen sich die Kühe und dann holen sie sie zurück und schießen die Leute einfach tot, weil die Kühe mehr wert sind als die Menschen. Das ist hier im Norden noch so und ist auch gefährlich hier, gerade für die Lehrer, für die Kinder, die hier auf diesem Gelände von Vision für Afrika leben. Wir sehen im Hintergrund da so ein Zaun, Stacheldrahtzaun, und da wurde gerade letzte Woche auch der Zaun durchgeschnitten und es wurde eingebrochen, weil es wird einfach alles gestohlen, was zu stehlen ist. Und genau da könnt ihr helfen. Und zwar wird jetzt gerade im Moment gesammelt für eine Mauer drumherum. Erstens, dass es sicher ist vor Schießerei und zweitens, dass einfach Sicherheit da ist, dass nicht jemand einfach den Zaun durchschneiden kann. Die ganze Mauer kostet 30.000 Euro. Das ist nicht viel für deutsche und Schweizer Verhältnisse, aber für diese Verhältnisse hier schon. Und wir sehen hier unten, die bauen die gießen die Steine sogar selber für die Mauer, machen die Steine, gießen sie, dass es auch möglichst kostengünstig wird. Aber es braucht eben sehr viele Steine. Und so möchten wir euch bitten, wenn Gott euch leitet, seid so frei und investiert in diese Mauer, um die Sicherheit dieser 400 Kinder, die hier zur Schule gehen, die nachher die Welt hier in Karamoja verändern werden, weil sie von Jesus hören, weil sie verändert sind. Und du kannst einen Unterschied machen mit jedem Euro, den du spendest. Vielen Dank.